Regionalität liegt wieder voll im Trend. Darauf setzt auch die Kaufmannschaft Weizenkirchen. Rund 55 Aussteller aus der Region präsentierten an 3 Tagen ihre Produkte und Dienstleistungen einem breiten Publikum. Ja, ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man das Wort einfach zeigt, was man zu bieten hat und dass auch unsere Unternehmen sagen, was sie zu bieten haben. Wir haben es alle 2 Jahre die Gewerbeschau, man sieht immer wieder was Neues, was man vorher vielleicht sich gar nicht gedacht hat, dass man das in seinem eigenen Ort eigentlich hat. Darum ist ganz wichtig, dass sie unsere Unternehmen da auch präsentieren. Das Thema Mobilität war mir wichtig. Dann haben wir herinnen im Festzelt Mode, wir haben Baufirmen, wir haben Fitnesscenter sowieso, wir haben verschiedenste Anbieter von Dienstleistungen und das macht uns einfach aus in Weizenkirchen, dass wir einen bunten Mix haben und das schätzen auch die Besucher. Betriebe so vielfältig wie die Region selbst, ob österreichische Handwerksqualität, Blumen aus Holland, irisches Bier oder Gin aus aller Herren Länder der Welt. Die Gewerbeschau bot auch einen kleinen Blick über den Tellerrand hinaus. Da gibt es von Lavendel angefangen, über Pfefferminz, über Zimtaromen, was man dann in Gin dann beifügen kann mit 1-2 Tropfen, dass man einfach da wirklich ein ganz tolles Getränk kriegt. Und wir sehen, es kommt ganz gut an und diese Vielfalt, internationale Vielfalt, die sowieso auf der Gewerbeschau in Weizenkirchen auch zu treffen ist, spiegelt sich in dem, dass wir nicht nur irisches Bier haben, sondern auch Baumgartner Bier aus Schärding und eine Mark der Ritterbräu und Kapsreiter Bier haben. Und diese Vielfalt macht es aus. Der Kinzelchor nahm die Besucher dann mit auf eine musikalische Reise zum mystischen Kontinent, die unbändige Lebenslust Afrikas. Musik ist universell, egal ob man in Südafrika oder in Österreich bleibt, alle lieben Musik. Etwas zünftiger ging es bei der Modenschau zur Sache. Trachten und Sportmode presented by Trachten and More. Mit einem vielfältigen Rahmen- und Kinderprogramm sorgte man dafür, dass auch bei den kleinen Besuchern Langeweile keine Chance hatte. Ich habe jetzt 2-mal das Kasperltheater eröffnet, wir haben Tagada, wir haben Hüpfburg, wir haben Rundflüge mit Hubschrauber, Kletterturm vom Alpenverein ist da und wenn es den Kindern gut geht, geht es auch den Eltern gut. Die Gewerbeschau Weizenkirchen. Hingehen, dabei sein und genießen.